Ach Mama, ich muss dir noch was sagen. Da gibt's einen Mann, der will mich umbringen. Der hat gesagt, ich komme im November und dann hole ich dich. Ich wollte wissen, warum ein Mensch mordet. Annika ist ermordet worden vor unserer Haustür mit über 20 Messerstichen hingerichtet worden. Also wenn ich meine Tochter in drei Worten beschreiben sollte, würde ich sagen, Schönheit trifft Charakter. Und sie war von Anfang an ein Kind, was wusste, was es wollte. Mhm. Und hat sich sehr stark auch so für ihre Sachen eingesetzt. Also ein Beispiel, sie wollte reiten, da war sie, glaube ich, 3,5 oder 4. Und da haben wir gesagt, das Pferd ist viel zu groß. Selbst ein Pony ist zu groß. Aber sie ließ dann auch nicht locker. Das ging dann so weit, dass wir ihr mit der Schultüte auch eine Reitausstattung gekauft haben und natürlich die Reitstunden bezahlt haben, bis sie dann auch in der Pubertät war. Mhm. Also sie hatte einen klaren Blick auf das, was sie will und auf das, wo sie hin will. Wie eng war denn Ihr Kontakt dann? Wir hatten sehr engen Kontakt, würde ich sagen. Meine Tochter war als meine Tochter geboren wurde, war sie ein überlebender Zwilling. Mhm. Sie ist zu zweit ins Leben gestartet. Das habe ich auf dem Ultraschall gesehen. Und in der 11. oder 12. Woche hat die Frucht sich nicht weiterentwickelt, die zweite. Und das Problem war dann, dass Annika schon gar nicht auf die Welt wollte. Und ich hatte ja schon zwei Kinder und alles war ganz normal und ganz schön. Und das dritte lief dann von Anfang an ganz anders. Und ich hatte so den Eindruck, und Annika war auch so ein Schreikind, die hat die ersten 3 Monate nur geschrien. War total beleidigt, dass sie auf die Welt kam. Ist auch nicht an die Brust gegangen. Da hat mir die Hebamme erklärt, es gibt so Kinder, die lehnen die Mutter ab. Und ich wusste nichts von dieser Problematik, dass solche Kinder schon eine eigene Problematik haben, weil die ja schon etwas verloren haben im Mutterleib, was wir gar nicht wissen oder dem damals zumindest keine Beachtung geschenkt wurde. Und Annika hat so ein Programm gelebt und das war wie so eine Blaupause, glaube ich, würde ich rückblickend sagen. Ich habe mich jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt, weil Annika wollte immer irgendwas retten. In der Schule, die Schwächsten, da hat Annika sich zum Anwalt gemacht, hat sich auch viele Probleme damit reingezogen. Sie hatte immer ein Herz für Außenseiter. Wenn irgendjemand in Bedrängnis war, Annika saß daneben und hat dem Händchen gehalten. Sie hatte ein ganz großes Herz, aber sie wollte immer irgendwie auch gefühlt sowas retten. Und ich wollte sie dann retten. Und deshalb war die Beziehung immer hoch, gefühlsmäßig, emotional, sehr intensiv, würde ich sagen. Sie hatten aber auch immer so ein Ritual, dass Sie sich einmal in der Woche nachmittags, glaube ich, getroffen haben. Ne? War das dann hört sich nach einem schönen Ritual an, auf jeden Fall. Ja, wir haben unsere Zeiten gehabt und wir haben uns einmal in der Woche zum Kaffeetrinken getroffen. Und Mutter-Tochter-Tag habe ich schon mit den Kindern überhaupt gemacht, mit jedem, wo jedes Kind mich dann hatte. Und das haben wir einfach fortgesetzt, wo wir reden konnten, wo wir Kaffee getrunken haben, wo wir uns informiert haben, was gerade ansteht. Das waren unsere Mutter-Tochter-Zeiten. Im Frühjahr 2011, genau an so einem Mutter-Tochter-Tag, hat sie Ihnen dann eröffnet, dass sie Angst hat. Ja, der war eigentlich schon vorbei und beim Gehen hatte Annika dann plötzlich gesagt, ach Mama, ich muss dir noch was sagen, da gibt es einen Mann, der will mich umbringen. Und das war jetzt auch so ein bisschen typisch für meine Tochter, völlig aus dem, ohne irgendeinen Kontext dabei zu haben, haut die solche Sachen raus. Und ich habe gesagt, wie, da will ich jemand umbringen. Ja, der hat gesagt, ich komme im November und dann hole ich dich. Er kommt im November, hat er gesagt? Ja, ich glaube, also es war auch ein Datum sogar dazu genannt. Das habe ich aber vergessen. Auf das Datum habe ich keinen Zugriff. Und was haben Sie dann gesagt? Und dann habe ich natürlich als erstes gesagt, Annika, das musst du der Polizei sagen. Ich habe erst gefragt, kennst du den? Wer ist das denn? Das wollte ich natürlich erst mal wissen. Und dann hat sie gesagt, ach, den kennst du nicht. Habe ich gesagt, wie, den kenne ich nicht, wo kommt der denn her? Und ich habe dauernd versucht, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen, dass ich das verstehen konnte, weil das für mich so
Ja, ist erst mal ein Schlag von überfordernd war, ja. Und dann habe ich, dann hat sie mir das aber nicht verraten. Sie hat erst gesagt, ja, der kommt aus den neuen Bundesländern. Und dann habe ich natürlich gedrängelt und dann hat sie mir den Ort auch noch gesagt. Und dann habe ich gesagt, du musst das unbedingt der Polizei sagen. Und hat sie es gemacht? Sie hat gesagt, sie macht es, aber das war so ein Sagen, das kannte ich schon. Das hat sie mir zuliebe gesagt. Mhm. Und ich wusste in dem Moment schon, sie wird es nicht machen. Deshalb habe ich sie die Tage darauf immer wieder angesprochen. Immer wenn ich sie gesehen habe, hast du die Polizei angerufen? Nein, habe ich nicht. Mach das jetzt. Und ich meine, Annika war erwachsen. Ich meine, die wollte ja natürlich auch ihr eigenes Leben leben. Ich konnte ja jetzt nicht die Polizei anrufen. Wie beunruhigt waren Sie dadurch dann noch in den nächsten Wochen und Monaten? Oder hat sich das irgendwann gelegt, weil Sie dachten, naja, die wird schon wissen? Nein, so habe ich nie gedacht. Mhm. Ich war auch sehr beschäftigt. Mein Mann hatte Krebs. Mhm. Und ich hatte noch gefühlt 5 andere Baustellen. Mhm. Und dann war bis November ja auch noch viel Zeit. Und dann hat sich natürlich dieses ganz akute drüber nachdenken. Ich hatte immer wieder gefragt. Und dann hatte Annika immer abgewiegelt und dann hat sich das irgendwann gelegt, ja. Sie haben gesagt, ihr Mann hatte Krebs, sie hatten andere Baustellen, sie wohnten ja Tür an Tür. Ja. Ihre Tochter hat dann mit dem Studium auch begonnen. Ja. Wie eng war, wie viel Kontakt hatten Sie denn in dieser Phase, in diesem Sommer dann? Ich war teilweise ja auch im Ausland mal. Dann hatte ich aber mit ihr geskypt oder telefoniert. Wir hatten eigentlich immer Kontakt über Facebook oder SMS, WhatsApp. Wir waren im Prinzip immer verbunden. Mhm. Natürlich machte die auch ihre eigenen Sachen. Also ja. Ich meine, jeder hat ja ein Recht auf ein unbeobachtetes Zuhause. Auf jeden Fall, ja. Irgendwann kam dann der November. Ja. Und Sie wollten nach Rumänien in den Urlaub fahren. Ich glaube, da haben Sie so ein Ferien. Genau. Und wie haben Sie sich dann verabschiedet? Wann haben Sie das Annika zum letzten Mal gesehen? Ich war in Rumänien gewesen und war zwischendurch, weil mir die Zeit zu lang war, wollte ich noch mal nach Annika gucken und noch und andere Sachen machen, war ich noch mal nach Deutschland geflogen für eine Woche. Mhm. Und dann hab ich mit den Kindern, die waren ja alle da, mein Sohn, meine Tochter und Annika, und hatte mit denen einfach noch eine tolle Zeit gehabt. Und an dem Dienstag vor dem Mord bin ich wieder zurückgeflogen nach Rumänien. Und das war der Dienstag, an dem ich Annika zum letzten Mal gesehen habe. Und wie war der Abschied, wenn Sie das noch mal beschreiben? Gerne. Ich hatte ihr noch meine restlichen Sachen aus dem Kühlschrank gebracht, mhm. mein Kind gesegnet. Und dann hat sie, hab gesagt, ich muss jetzt morgen früh, geht mein Flieger ganz früh. Und dann sagt sie, ah, Mama, bitte nimm mich mit. Und ich habe gesagt, wie nehme ich mit? Dein Studium fängt doch übermorgen an, also neues Semester. Du kannst doch jetzt nicht einfach nach Rumänien fahren. Und bitte nimm mich mit. Und ich war dann immer mit dem Studium beschäftigt und habe gesagt, Annika, du musst doch jetzt deine Ausbildung auch machen. Und dann hat sie gesagt, ach ja, ist auch schon gut. Und das Problem ist, dass ich oftmals bei Annika auch nicht einschätzen konnte oder sie es auch nicht so dringend gemacht hatte. Ich meine, das war nachher der Punkt, über den ich mir am meisten Gedanken gemacht habe später. Dann hat sie gesagt, ach, ist schon gut. Dann, wie haben Sie sich dann verabschiedet an dem Tag, weil es das letzte Mal war, dass Sie sie gesehen haben? Dann hat sie mich in den Arm genommen, ganz zärtlich und ganz eng, wie sie es super selten gemacht hat. Und dann haben wir uns verabschiedet und hat gesagt, Mama, pass gut auf dich auf. Das war das, was sie gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, naja, liebes Kind, das würde ich dir jetzt aber auch mal ganz doll sagen, pass du gut auf dich auf. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ach Mama, du weißt doch, ich bin dein Sorgenkind. Und dann habe ich gesagt, das muss ja nicht immer so bleiben. Und daraufhin hat sie geantwortet, naja, du weißt doch, wenn alle Stricke reißen, dann bin ich halt beim Herrn. Im schlimmsten Fall bin ich halt beim Herrn. Dann bin ich halt beim Herrn. Dann bin ich halt beim Herrn. Hat sie das öfter mal gesagt? Oder? Ja, das war so ein idiomatischer Ausdruck, weil mein Mann sich manchmal so ausgedrückt hat, so mhm. aus der Religiosität so heraus. Ne? Also sie meinte im Himmel bei Jesus. Mhm. Dann sind sie nach Rumänien. Und dann am 27. November, das war der erste Advent, war eigentlich ein ganz normaler Ferientag für sie, ein Urlaubstag für sie. Irgendwann piept dann das Handy ihres Mannes. Was haben Sie da für eine Nachricht bekommen?
auf dem Handy meines Mannes war die Botschaft, meldet euch mal hier, ich glaube, es ist irgendwas mit Annika. Und daraufhin hatten wir dann sofort zurückgerufen und da ging keiner ans Telefon. Dann habe ich den Haushälter angerufen, der aufs Haus aufpasst, und der ging auch nicht ans Telefon. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt bloß? Und dann habe ich gedacht, ich rufe bei der Polizei in der Herschelstraße an. Und haben Sie da erfahren, was los war? Ich habe bei der Polizei angerufen und habe gesagt, wer ich bin, wo ich bin und wer meine Tochter ist. Und ich würde mir gerade Sorgen machen, ob sie irgendwas gehört hätten, ob da ein Unfall gewesen wäre oder so. Und dann bin ich verbunden worden. Dann haben sie gesagt, kleinen Moment, können wir Ihnen jetzt so nicht sagen, wir verbinden Sie. Das gefühlt, ich weiß es nicht mehr genau, aber dreimal mindestens. Und dann hatte ich den Kommissar wohl am Telefon. Und ich habe wieder meinen Spruch aufgesagt und dann hat er gesagt, das war so für mich so unerwartet. Wer hat Ihnen das gesagt? Und das hat mich, das hat mich unheimlich verletzt damals. Das war so wie ein Verhör plötzlich. Ja, ich war plötzlich in einem Verhör. Wer hat Ihnen das gesagt? Und woher wissen Sie das? Und wo ist er jetzt? Und das wusste ich ja gar nicht. Ich wollte ja nur wissen. Ich habe ja nur noch an diese eine Frage gedacht, was ist mit meinem Kind? Und von wem haben Sie dann erfahren, dass Ihre Tochter nicht mehr lebt? Nee, der Polizist hat mir dann gesagt, ich habe dann gesagt, nachdem er seine Fragen beantwortet hatte, hat er dann auch zu mir gesagt, ja, ihre Tochter ist überfallen worden. Die ist jetzt im Krankenhaus und wir wissen aktuell nicht, wie es ihr geht, ich schicke jetzt mal zwei Beamten dahin, die sollen sich da erkundigen. Und hat er dann mit mir ausgemacht, dass er mich dann anruft. Und dann habe ich noch gesagt, ja, wenn es schlimm ist, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, was da passiert war, wenn es schlimm ist, dann würde ich ja auf jeden Fall nach Hause kommen. Und dann hat er gesagt, das können Sie in jedem Fall schon veranlassen. Ja, da wussten Sie, es ist schlimm. Ich sage mal so, ich stand eigentlich schon in dem Moment unter Schock, als dieses Verhör da irgendwie anfing und da stand ich schon irgendwie neben mir. Ja. Aber das war jetzt noch nicht so alles. Wir haben dann sofort angefangen zu packen. Wir waren ja mitten aus dem Tag gerissen, so quasi. Und mein Mann hat dann das Auto gepackt, ich habe oben gepackt und dann ging das Telefon. Dann rief die Polizei an und sagte, wo ist denn Ihr Mann? Habe ich gesagt, der ist unten. Ja, den sollte ich mal rufen. Dann habe ich den gerufen. Dann kam der und dann sagte so, ist Ihr Mann jetzt bei Ihnen? Ich sage, ja. Sitzen Sie? Und da habe ich es dann schon gewusst. Und dann hat er mir gesagt, er müsste mir leider mitteilen, dass meine Tochter ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Das kann man doch in dem Moment wahrscheinlich gar nicht begreifen, oder? Also ich war voll, die Polizei hat es rückblickend mir wirklich zart beigebracht, so, das sage ich mal nach allen Regeln der Kunst, das darf ich nicht anders sagen, aber ich habe dann ganz anders reagiert. Ich hatte dann irgendwie, in dem Moment hat es im Gehirn richtig gekracht. Also das war ja wie ein Kabelbrand, keine Ahnung, das war ganz schlimm. Und ich habe dann nur ganz schnell als erstes, ohne nachzudenken, meine Tochter angerufen in Hannover. Die ging nicht ans Telefon. Dann habe ich meinen Sohn angerufen, der war gerade schon unterwegs zur Arbeit. Und da habe ich nur gesagt, wo bist du gerade? Und dann hat er gesagt, ja, bei Bielefeld. Und dann habe ich gesagt, Annika liegt im Krankenhaus, du musst sofort umdrehen, die hatte einen Unfall. Und dann ist mein Sohn auch sofort umgedreht, ist da hingefahren. Dann habe ich aufgelegt, dann rief meine Tochter zurück. Und dann ist die auch gleich ins Krankenhaus gerannt. Aber die Kinder sind dann gar nicht mehr durchgekommen, weil ich hatte nur das Kind soll nicht alleine sein. Ich konnte nichts machen, ich war im Ausland. Um jeden Preis soll das Kind nicht alleine sein. Sie haben sich ja dann auch ins Auto gesetzt, sind 1000 Kilometer von Rumänien zurück nach Hannover gefahren. 1350? Ja, 1350. Wir haben funktioniert. Also ja, was Autopilot so einfach? Oder? Naja, so einfach war es, glaube ich, noch nicht. Mhm. Aber wir haben einfach funktioniert. Wir hatten das Auto gepackt. Unsere Freunde sind noch alle gekommen in Rumänien. Und wir haben zusammengestanden und geweint. Wir wussten gar nicht, ich konnte nicht weinen. Da ging es mir so wie Ihnen. Ich stand total unter Schock. Ich sah, dass meine Freunde weinten und gesagt haben, fahrt ruhig, wir machen hier mit dem Haus alles fertig. Und dann sind wir ins Auto und sind im Prinzip nonstop nur mit Kaffee tanken nach Hause gefahren. Was war denn passiert? Irgendwann haben Sie es ja erfahren. Was ist denn eigentlich passiert? Annika ist ermordet worden vor unserer Haustür und mit über 20 Messerstichen hingerichtet worden. Das hat man Ihnen dann auch da eröffnet? Oder
an dem Tag noch, als Sie angekommen sind? Also ich habe das so scheibchenweise, also ich weiß, ich muss immer noch dazu sagen, ich stand total unter Schock und der war wirklich heftig. Kann sein, dass mir manche Sachen auch nicht so im Gehirn angekommen sind, aber ich weiß, dass ich wusste von Anfang an, dass sie erstochen worden ist, aber erst hieß es mit mehreren Messerstichen, dann hieß es und nachher zum Schluss waren es dann über 20. Es ist so schlimm, man möchte sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, was das auch für Sie bedeutet hat. Und schon für Außenstehende ist das ja schon schrecklich. Dann ist ja die Frage, wie geht's weiter? Wir reden heute ja auch über Abschied nehmen. Durften Sie dann zu Ihrer Tochter? Also mein Kind war in der Gerichtsmedizin weggeschlossen und man hat mir gesagt, man ruft mich an, wenn der Leichnam freigegeben wird. Und so lange konnte ich da halt nicht rein. Und wann durften Sie dann zu Ihrer Tochter? Also das war, glaube ich, am 9. Tag. Wie war das dann, Sie zu sehen und wie wichtig war das dann auch, da zu sein? Also ich muss sagen, dass das mit eins der wichtigsten Dinge war in diesem Abschied nehmen, dass ich mein Kind noch da sehen konnte und dass ich sie anfassen konnte, dass ich sie berühren konnte und dass ich es begreifen konnte. Dass ich wirklich gesehen habe, das ist wirklich mein Kind. Weil bis dahin habe ich immer noch gedacht, ich will jetzt aufwachen, ich will jetzt aufwachen, ich will jetzt aufwachen. Ich habe immer noch gedacht, das ist ein böser Traum. Also man ist irgendwie, oder ich war wie in einer anderen Welt. Und da habe ich, das war der Moment, wo wirklich im Gehirn ankam, hey, das ist echt dein Kind. Und dann habe ich sie gesehen und habe gedacht, sie liegt da wie Schneewittchen, im Tod noch schön. Und hatte noch 2,5 Stunden Zeit mit ihr, ganz alleine auch. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, zu verstehen, dass es wirklich mir passiert. Haben Sie sich denn die Vorwürfe gemacht? Ich meine, das passiert ja auch in anderen Situationen schon, dass man sich sagt, hätte ich nicht irgendwie noch was ändern können, wenn ich in dieser Situation, haben Sie sich die? Der erste Gedanke war natürlich, hätte ich das Kind bloß mit nach Rumänien genommen. Das hat mich lange beschäftigt und bis meine älteste Tochter dann gesagt hat, Mama, Annika, hättest du dir auch anders sagen können. Die wusste, dass du immer alles getan hättest. Und das hat mich dann wirklich entlastet. Das war so ein wichtiger Satz für mich. Der Täter ist ja bis heute nicht gefunden worden. Nun sind Sie aber auch einen Weg gegangen, vielleicht von außen einen ungewöhnlichen Weg. Sie haben bei einem Projekt mitgemacht. Im vorletzten Jahr war das, glaube ich. 2018. In der Justizvollzugsanstalt in Oldenburg, da ging es darum, dass Täter und Opfer sich treffen. Warum? Was haben Sie sich von diesem Projekt erhofft? Ich wollte wissen, warum ein Mensch mordet. Und ich wollte einen Mörder fragen. Weil ich die Idee hatte, dass der mir stellvertretend für den Mörder meiner Tochter meine Antwort geben könnte. Und Sie haben dann einen Mörder getroffen, der sein Opfer durch Messerstiche ums Leben gebracht hat. Was hat diese Begegnung dann ausgelöst bei Ihnen? Also das war ja ein Prozess, der über ein ganzes Jahr verteilt lief und der sehr gut und sehr sensibel geführt wurde. Und ich habe verstanden innerhalb des Prozesses, dass ein Mord oder dass überhaupt Mord nur etwas ausschließlich mit der Konfliktfähigkeit des Mörders zu tun hat. Und dass es auch gar nicht um den Menschen geht, dass es gar nicht als Mensch als Ganzer ist, so der Killer, sondern dass er da eine Regulationsstörung hat. Und dass er einfach in einem bestimmten Konflikt nicht lösen konnte und dann einfach durchgedreht ist oder was auch immer. Und die haben gesagt, nur 1% oder 1 Promille, weiß ich, ganz wenige sind so sadistisch, dass die Gefallen an so etwas hätten. Also das wäre eher unwahrscheinlich. Und Sie haben dann auch einen Schuldschein geschrieben mit vielen Punkten drauf. Über 70. Was stand da drauf? Also ich habe den Schuldschein meines tiefen Leides den genannt und da standen meine persönlichen Wunden drauf. Also da standen jetzt nicht andere Sachen drauf, die, sage ich mal, dass meine Kinder ihre Schwester verloren haben. Das musste ich auch auseinanderklamüsern. Am Anfang ist das ja ein Riesenbrei. Und ich bin da nur bei mir geblieben, was ich erlitten habe, dadurch, dass ich mein Kind verloren habe. Und es waren über 70 Wunden. Und was haben Sie mit dem Schuldschein dann gemacht? Ich habe den Schuldschein mit ins Gefängnis genommen und was ich gemacht hatte war, als ich dran war, habe ich das mal vorgelesen, was der Mord mit mir gemacht hat und auch mit dem ganzen System und habe das mal am Stück ausgesprochen. Und zwar ohne Unterbrechung und wenn ich geweint habe, haben alle gewartet und
ich habe den Eindruck gehabt, so, ich hole das mal von innen raus und stelle das mal in den Raum. Das war Schritt eins. Schritt zwei war, mein Ziel war einfach, ich wollte den Schuldschein dann auch in die Mitte legen. Und ich habe bei diesem in die Mitte legen gemerkt, es war so, als ob ich jetzt mein Kind ganz loslasse. Und da habe ich gemerkt, dass das Letzte, was mir geblieben war, der Schmerz war. Die letzte Erinnerung war jetzt mit Annika verknüpft, war einfach dieser Moment, wo ich erfahren habe, dass sie gestorben ist. Und als ich diesen Zettel mit Zittern und Zagen und feuchten Händen wirklich da hingelegt habe, da habe ich gemerkt, dass ich die Wahl hatte, mich am Schmerz festzuhalten oder den da zu lassen. Und die haben den dann in den Zockraum gesteckt, Zukunft ohne Gewalt, Zock heißt der, und haben gesagt, der kommt hier in die Vitrine, weil das hat natürlich alle bewegt auch. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, wow, mein Schmerz hat jetzt lebenslänglich im Hochsicherheitstrakt. Das war für mein Gehirn so ein schönes Bild. Das heißt, Sie haben einen Ort für Ihren Schmerz gefunden und der arbeitet jetzt nicht diffus in Ihnen, sondern... Richtig, ich habe das wirklich dagelassen und dieser Schmerz ist ja auf diesem Schuldschein, deshalb, ich hatte mir den jetzt auch nicht kopiert und nix, ich wollte auch keinen, der war so schön geworden, weil ich natürlich ganz liebevoll gestaltet hatte mit Lederbändchen und so, habe da ja meinen ganzen Schmerz über Wochen gesammelt oder Monate sogar und der ist jetzt da und der kann dann nie mehr raus. Und als ich dann weggefahren war für mein Gehirn, ist das wirklich richtig gut gewesen. Und wie geht es Ihnen heute? Ich würde sagen, heute habe ich meine Sachen wieder klar. Ja? Ja. Und was können Sie tun, um auch Ihre Tochter weiter so in Ehren zu halten? Also ich habe mich ganz bewusst entschieden, also irgendwann war ich an diesem Punkt, dass ich gemerkt habe, entweder werde ich mit der Geschichte fertig oder die Geschichte macht mich fertig. Und ich musste eine Entscheidung treffen und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte leben. Und ich werde mein Leben in vollen Zügen genießen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen bizarr, aber ich werde damit meine Tochter ehren. Ich werde meine Tochter ehren, indem ich lebe, indem ich auch wieder Freude in meinem Leben habe und indem ich mich nicht unterkriegen lasse.